eine wirklich gute Kontersicherung im Spiel. Das war so ein bisschen das Credo heute. Das haben wir ordentlich gemacht. Der Gegner hatte einen Konter in der ersten Halbzeit, den sie zu Ende gespielt haben, zum Abschluss kamen. Sonst war da wenig Gefahr aus eigenen Ballverlusten. Das wollten wir heute gut kontrollieren, das haben wir geschafft. Immer wieder auch gefährlich nach vorne. Das ist kein Harakiri-Fußball, sondern schon eine kontrollierte Offensive. Hatten auch viel Ballbesitzzeiten. Vor allem in der zweiten Halbzeit war der Spielaufbau auch richtig gut, fand ich. Da haben wir die Raute ein bisschen mehr auseinanderziehen können als in der ersten Halbzeit. Und von dem her bin ich schon zufrieden. Viele Dinge, die bisher einstudiert wurden in den letzten 5 Wochen, sind schon deutlich sichtbar, sowohl was jetzt das gemeinschaftliche Verteidigen angeht. Ein Faktor sicher offensiv Spieltorschüssen zu Ende spielen wird jetzt noch kommen in der letzten Phase der Vorbereitung, aber auch da sehen wir, dass wir viele Spieler haben, die immer wieder torgefährlich werden, in den torgefährlichen Bereich gehen, zum Abschluss kommen. Also wir sind guter Dinge, aber es gibt noch zu tun. Ja, dein Kopfballstärke, wie man heute auch gesehen hat, der ist einfach gut mit dem Rücken zum Tor und hat trotz seiner Größe, die er hat, eine gute Technik, kann gut mit dem Ball umgehen. Und wir haben eher viele spielende Stürmer und da ist das andere einfach gut, weil er im Rücken zum Tor ist auch gewöhnt war von Darmstadt und da bringt er einfach nochmal andere Komponente rein. Man kann auch mal eine Flanke schlagen und das ist ein Spieler über 1,75 im Strafraum. Das ist nie ganz verkehrt.